Es wird kühler und ungemütlicher hierzulande. Aber das ist kein Grund, einen November-Blues zu bekommen. Jedenfalls nicht für den Rottenburger Oberbürgermeister Stefan Neher, der jetzt den Haushalt für das Jahr 2019 vorgestellt hat. Bereits zum 8. Mal Rekordsteuereinnahmen und keine neuen Schulden. Der Rottenburger Haushalt spiegele die aktuelle Situation in den deutschen Kommunen sehr gut wider, erklärte Oberbürgermeister Stefan Neher. Durch die Einnahmen von rund 106 Millionen Euro sei es möglich, notwendige Investitionen zu tätigen, zum Beispiel im Bereich Kinderbetreuung. Ja, erfreulich. Die Bevölkerung wächst. Auch die Anzahl der Kinder ist nicht so, wie es vor einigen Jahren noch prognostiziert wurde, dass wir hier auf einem Stillstand oder auf einem niedrigeren Niveau unterwegs sind. Das heißt aber gleichzeitig, wir als Kommune sind gefördert. Wir brauchen zusätzliche Kindergartengruppen. In Eggenweiler und Wurmlingen benötigt die Stadtverwaltung bereits 2019 provisorische Kindertageseinrichtungen. Einige Kindergärten in anderen Gemeinden werden erweitert und vergrößert. Das schlägt sich auch im Haushalt nieder. Die Stadtverwaltung wird deshalb rund 10,6 Millionen Euro in diesen Bereich investieren. Darüber hinaus sei es weiterhin attraktiv, im Landkreis Tübingen zu leben, was viele Menschen auch nach Rottenburg bringe und auch in der Bischofsstadt für einen angespannten Wohnungsmarkt sorge. Wir sind weiterhin der Auffassung, dass wir auch die Freiheit jedes Einzelnen hier respektieren. Wer in die Raumschaft ziehen will, der sollte auch eine Möglichkeit haben, zu verträglichen Preisen hier entweder was zu mieten, vielleicht aber auch ein Eigentum zu erwerben oder selbst zu bauen. Das hat uns 2017 dazu bewogen, eine eigene Wohnbaugesellschaft zu gründen. Die werde dann natürlich auch mit Kapital ausgestattet, nämlich mit rund 2 Millionen Euro pro Jahr. Dadurch könne die Stadtverwaltung pro Jahr ungefähr 30 Wohnungen neu errichten. Näher ist der Überzeugung, dass das Angebot auf dem Wohnungsmarkt vergrößert werden müsse. Nur so könne wieder ein verträglicher Preis erreicht werden. Alles in allem sehen die Zahlen also sehr gut aus. Dennoch warnt Näher vor zu großem Optimismus. Vor allem mit Blick auf die Politik der Amerikaner und den Brexit. Das ist für ein global handelndes Land wie Deutschland, wo viele Unternehmen ja weltweit agieren, doch auch mit Risiken verbunden. Und sollte natürlich dann das eine oder andere Wirtschaftsunternehmen hier ins Straucheln geraten, Dieselfahrverbot noch gar nicht angesprochen, dann wirkt sich das relativ schnell dann auf die Arbeitslosigkeit aus, auf die Einkommenssituation der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb sei es wichtig, in guten Jahren keine Schulden zu machen und für schlechte Jahre gut aufgestellt zu sein.